In jeder Lebensform existieren bioelektromagnetische Energien, die sogenannten Fluidalenergien, die in der Regel nicht mit bloßem Auge gesehen werden können. Bäume und Pflanzen strahlen sie aus, Tiere strahlen sie aus und auch der Mensch strahlt sie aus, je nach seiner Mentalität. Die persönlichen mentalen Ausstrahlungen des Menschen, die sogenannten mentalen fluidal-energiemäßigen Kräfte, lagern sich in materiellen Gegenständen ab, die den Menschen umgeben. Sehr sensitive Menschen sind in der Lage, diese abgelagerten mentalen Fluidalenergien wahrzunehmen, wenn sie einen Raum betreten oder einen Gegenstand berühren, der einem anderen Menschen gehört. Und einige Manifestationen von Fluidalenergien können unter bestimmten Umständen auch sichtbar werden, in Form von Geistererscheinungen und so weiter, wenn eine starke Rückverbindung zu den fluidalen Kräften in der Vergangenheit des aktuellen Lebens oder zu einem vorherigen Leben besteht. Weitere Informationen findest du im Buch rund um die Fluidalenergie, respektive Fluidalkräfte und andere Dinge.